Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu SteamWorld Dig 2. Ja, hier oben ist noch irgendwas. Ist ganz bestimmt noch irgendwas. Aber da kommen wir noch nicht hin, weil wir den Grabbelhaken noch nicht haben. Ja, ich möchte vorbeikommen, wenn du Erz verkaufst. Scheinbar ist Anspringen irgendwie so was wie Ansprechen. Naja. War in letzter Zeit jemand im Rotfelsgang? Nicht seit diese verfluchten Röhren nicht mehr funktionieren, Herzchen. Du wirst dort hindurch müssen, wenn du darüber nachdenkst, die ganze Mini zu erkunden. Also ich sollte wohl zuerst die Röhren freimachen. Denk daran, dass der Dreck weiter unten immer zäher wird. Du wirst also bessere Ausrüstung in deine Ausrüstung in Schuss halten müssen. Hey, es ist toll, wieder jemanden zu haben, der in regelmäßigen Abständen Ärztetage fördert. Nun, abgesehen von ein paar Begegnungen mit fiesen Kriechtieren, komme ich gut voran. Genau so will ich es allen gesagt habe. So regen sich alle auf dabei. Dabei ist es halb so wild. Ich werde mich zum Rotfelsgang begeben und versuchen, die Röhre wieder in Gang zu bringen. Vergiss nun nicht, das kostbare Erz an die Oberfläche zu bringen. Und zögere nicht, deine Einnahmen in den Geschäften der Stadt auszugeben. Nein, werde ich nicht, aber ich habe noch nicht genug zum Ausgeben. Ich hatte nur ein volles Inventar. Die Inventar- und Werkzeug-Upgrades sind übrigens großartigst. Und bringen einem echt eine ganze Menge am Ende. Oh, ist noch da. Okay, ich habe Beryl gefunden. Oh, das nimmt einen ganzen Speicherslot ein. Na gut. Gehen wir mal hier weiter. Okay. Was passiert jetzt hier mit ihm? Er bleibt da oben. Okay. Okay. Das hat interessanterweise tatsächlich funktioniert und ich glaube... Hier geht es gleich zu einem Upgrade. Oh, das war nicht so klug. Okay, und... Nein, das nicht, das hier. Ich darf hier nicht hoch. Okay. Und ich muss mich hier ein bisschen... Ah, hier. Wunderbar. Ein Leucht-Upgrade. Und hier komme ich so noch nicht dran. Okay. Okay, okay. Ups. Geheimes Gebiet aufgedeckt. Sehr schön. Amulett von Baal irgendwas. Habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Biel? Amulett von Biel. Okay. Gut. Dann bringe ich das jetzt einfach mal nach oben. Kann ich das irgendwo sehen? Ja, hier. Amulett von Baal Adalidila. Augenscheinlich potenter als ein Glückskleeblatt oder eine Hasenpfote. Die Augen besitzen ein unheimliches Glühen und es beginnt sich warm anzufühlen. Ist das Gesang, der da aus seinem Inneren zu vernehmen ist? Schalalalala. Ach ja, okay. Dann gehen wir mal nach oben und schauen wir mal, was unser artefaktsuchender Freund dazu sagen hat. Oh, das finde ich auf jeden Fall cool. 42 Artefakte gibt es zu finden. Da können wir auch, einmal reden, bitte. Traumhast, du hast bereits ein faszinierendes Artefakt gefunden. Als Zeichen meiner Dankbarkeit überreiche ich dir eine meiner Blaupausen. Schaff es einfach zur Werkbank und verwende das, die Rädchenmutz, um davon Gebrauch zu machen. Odins Blick an der Werkbank ausrüsten. Ich werde dir eine weitere Blaupause aushändigen, wenn du mir insgesamt drei Artefakte zeigen kannst. Meine Güte.
Okay, ich möchte gerne Knete haben. Danke. Danke. Jupp, ich komme vorbei, wenn ich was zu verkaufen habe. Und jetzt möchte ich mir mal die Blaupause ansehen. Neu. Okay, zeigt die feindlichen Lebenspunkte an, sobald du ihnen Schaden zugefügt hast. Will ich das? Weiß ich nicht. Zum Ausprobieren? Wir haben zwei Rädchen für eins verfügbar. Nötig Blaupause. Zeigt die feindlichen Lebenspunkte an. Probieren wir einfach mal. Tudido. Ladido. Und dafür brauchen wir auch die Schnellreise dann, ne? Weil die Lämpchen nicht lange halten. Tip, tip, piep, piep. Ich brauche die Tür nicht mehr. Okay, das ist ungünstig. Ich müsste also, wenn ich an das dran möchte, von oben dran gehen, aber... Stufenaufstieg, erhöhter Verkaufsbonus. Ich darf mir jetzt die bessere Hacke holen. Okay, das war mutig oder dumm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber, probieren wir mal unser Glück hier. Hier ist der Dreck. Ah, da ist noch eine Lampe. Gehen wir zu dieser Lampe und zünden diese an. Okay. Wir kommen voran. Wir haben eine Höhle gefunden. Ich habe allerdings noch keine Erze jetzt wieder aufgesammelt. So, wenigstens ein Schrottium nehme ich jetzt erstmal mit hoch. Und ich glaube, im nächsten Durchgang können wir unten den Tunnel erreichen. Ja, ich brauche Licht, ich weiß. Ich bin gerade auf dem Weg. So, und gehen wir hier rüber nach oben und verkaufen. Weil dem das so ist. Und dann gucke ich direkt, ob ich die bessere Hacke mehr holen kann. Dafür brauchte ich ja Stufe 2 Verbesserungen. Rang 2. Sommertasche. Nehmen wir erstmal das. Und wenn ich die Hacke aufgebessert habe, müsste ich mich auch besser gegen die Viecher verteidigen können. Beziehungsweise die Viecher besser ausschalten können. Den lasse ich da laufen, der ist mir relativ egal. So. Ich gehe jetzt erstmal nach unten. Aha. Okay. Das ist interessant. Also manchmal tragen die auch Edelsteine mit sich. Interessant, interessant. So. Ich muss da natürlich von der anderen Seite jetzt das auch nochmal probieren. Das ist wohl klar. Hier gehe ich lieber nicht runter, aber hier kann ich runtergehen. So. Okay, das war dumm. Und hier komme ich gerade nicht wieder hoch. Naja, egal. Ich
kann leider nicht wie bei Minecraft oder so jetzt einfach da weiter graben. Rotfelsgang, wir sind da. Und können uns direkt weiter buddeln. Das ist doch super. Muss ich hier rüber? Mein Licht ist aus. Wow. Okay. Okay. Ah, ich muss... Okay. Sprich mit Fan. Das muss der Rotfelsgang sein. Ist ganz schön verschüttet. Wenn du Sprengstoff hättest, könntest du dieses Gestein wegblasen. Das ist keine schlechte Idee. Ich sollte in die Stadt zurück. Oh ja, Sprengstoff. Vielleicht bringst du dich sogar selber um. Okay. Na gut. So, ich brauche Licht, das weiß ich. Das ist ungünstig, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich komme hier nicht raus. Mist. Du wirst Inventar können... Ja, ich habe ja nichts im Inventar. Ich wurde verschrottet. Ja, ich habe keine Ressourcen gerade gehabt. Ich habe kein Gold, also von daher ein Blutjaspis. Verkaufen. Gut, perfekt. Danke. Kostet 3. Okay. Stimmt, ich hatte den Blutjaspis. Das war jetzt doof, aber so sieht man, ist vielleicht nicht so intelligent, sich an manchen Ecken... Halt, ich kann doch direkt den Sprengstoff holen. Sich an manchen Ecken runterzugraben. Zu schnell runterzugraben, vor allen Dingen. So, ich muss mir sprengen. Repariert die pneumatische Röhre. Hier ist keiner, der was zu sagen hat. Sollte ich mir nicht Sprengstoff holen? Oder muss ich jetzt erst nochmal nach unten? Der macht nichts, dann räume ich jetzt erstmal da den Stein weg. So, zack. Und hinunter. So, und hier. Komme ich immer noch nicht wieder raus. Naja. Ja, bitte. Cool. Hey, ich habe nie gestattet, diese Röhre erneut zu öffnen. Hol dir einen Bolzen in den Kiefer. Die Röhren sind der beste Weg, um sich in den Minen zu bewegen. Der Rotfelsgang ist aufgrund all dieser Erdbeben eingestürzt und nicht passierbar. Moment. Du kannst nicht beweisen, dass das Erdbeben dafür verantwortlich ist. Es gibt viele Möglichkeiten. Wie auch immer, ich brauche Sprengstoff, um den Weg frei zu sprengen. Ich wette, dass du unten in der Sprengladungsstation etwas Sprengstoff finden kannst. Halt einfach mehr Richtung Osten, wenn du wieder runtergehst, und du wirst es finden. Okay, und was ist wohl da drüben? Okay. Hey, ich verstehe nicht, wieso du die Sprengladungsstation nicht einfach ignorieren kannst. Müssen wir wirklich auf Sprengstoff zurückgreifen, wie solche durchgeknallten Schnapsis? Hast du einen besseren Plan, wie wir den Rotfelsgang freilegen können, Söhnchen? Nun, ich verstehe nicht, wieso sie überhaupt so tief vordringen muss. Glaub mir, das Erz da unten ist viel mehr wert als das Zeug hier oben. Hey, da wäre dieser Grund natürlich... Ich hoffe doch, dass ich den Rotfelsgang mit Sprengstoff freimachen kann. Sollte klappen. Ich musste das schon mehr als ein paar verdammte Male selbst tun.
Begib dich erstmal runter zur Sprengladungsstation und hole den Sprengstoff. Sollten wir nicht froh sein, dass der Gang überhaupt noch existiert? Ich glaube nicht, dass Sprengstoffe in unserer Versicherungspolice stehen. Warum hat er denn so viel Schiss? Er hat bestimmt Dreck am Stecken. So, und ich gehe jetzt erst einmal schauen, wohin es... Hier ging es nach dort. Ist da eventuell noch was? Okay. Ja, sieh an. Da ist noch was. Aber da komme ich nicht durch. Hm. Ich weiß, das sieht zu aus, ne? Eventuell ist es das auch. Ich muss hier noch ein bisschen üben. So, aber ich hatte gesehen, hier war noch irgendwo was. Oder ist das die untere Kante? Ups. Was willst du denn, General Custer? Du hattest recht, der Rotfelsgang ist verschlossen. Dachte ich es mir. Ich schätze, du wirst ihn sehr einfach mit einem Satz Sprengstoff freisprengen können. Okay. So. Hier ist nichts weiter. Okay. Aha. Da ist irgendetwas. Ich grabe schon wieder nicht zu taktisch. Das ist nicht gut. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. So, das ist wieder aufgeladen. Perfekt. Ich finde den Sprengstoff, nachdem ich mir ein paar Erze geholt habe. Hier ist Schrottium. So, was haben wir hier? Ja. Oh, hallo Kupfer. Okay. So, anzünden. Gut. Okay, hier geht es auch wieder zu der einen Höhle. Es ist die eine Höhle. Dann haben wir hier Kupfer. Okay. Gudi, gudi, gudi. Ich habe immer das Gefühl, dass hier irgendwo noch was an den Rändern versteckt ist. Beispielsweise hier das... Oh, nein, ich habe nicht genügend Platz. Wieso soll ich mit Fan sprechen? Ich brauche einen Upgrade, ich weiß. Aber das kann ich ja jetzt, denke ich, mir leisten für den Beutel. Zack. Es hat was Meditatives, dieses Spiel. Es macht sehr viel Spaß. Und ich glaube sogar fast... Ja, ich möchte Knete haben. Dass dieses hier jetzt für diese Folge, ich möchte gerne Verbesserungen holen. Erstmal die Gnade des Sensenmanns. Verbessere den Rucksack, um einen extra Platz für Erz und Edelsteine zu erhalten. Schalte Rädchenmods frei. Das Börsenexperte. Okay, dann schauen wir mal. Börsenexperte. Benötigt zwei Verbesserungen. Au, der... Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch, wenn wir die Möglichkeit haben, auf Modsuche, was? Okay. Aber ich sehe gerade, wir sind bei 19 Minuten, 52 oder was auch immer.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Es freut mich unglaublich, dass es tatsächlich Leute gibt, die diese Spiele so sehr mögen wie ich. Ich liebe diese Art, diesen Artstyle. Ich liebe den Humor. Es ist einfach großartig. Es macht unglaublich viel Spaß. Lasst mir gerne eine Bewertung da. Lasst mir einen Daumen nach oben oder unten da. Einen Kommentar, eine Bewertung, so rum. Ihr dürft auch gerne die Videos teilen. Wie gesagt, meine nasale Art zu reden wird früher oder später sich widerlegen, weil ich einfach noch erkältet bin. Und ansonsten, wenn ihr neu seid, lasst auch gerne ein Abo da und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.